Welche Geheimnisse birgt der Sand? Viele, glaubt Sandhira Warshankar. Seit 4 Jahren recherchiert die Journalistin zum illegalen Abbau von Sand im Süden Indiens. Dabei stieß sie auf eine Mafia-ähnliche Gruppe, die tonnenweise Sand exportierte. Sand, der reich an wertvollen Mineralien ist. Bewohner der Region wurden bedroht, Beamte bestochen, bis sie das illegale Treiben ignorierten. Der Umwelt hat das massiv geschadet. Es gibt viele verschiedene Interessen. Es geht um Macht und vor allem um sehr viel Geld. Und sobald man anfängt, sich mit den illegalen Aktivitäten in diesem Reich zu befassen, wird man zur Zielscheibe. Jetzt geht Ravishankar nur noch mit Polizeischutz aus dem Haus. Sie erhält Anrufe, in denen ihr Gewalt angedroht wird. Auf Twitter wird sie beschimpft und beleidigt. Alles, weil sie zu Beginn des Jahres Artikel über den illegalen Abbau von Sand veröffentlicht hat. Die Situation belastet Ravishankar und ihren Ehemann, der auch Journalist ist und Ravishankar unterstützt. Es ist nicht so, dass ich große Angst habe, aber ich schaue schon hin und wieder über die Schulter. Ich schaue mir die Gesichter der Menschen an, die mich umgeben. Ich bin eine aufmerksame Beobachterin geworden. Ich merke mir Details, Autokennzeichen zum Beispiel. Und ich achte darauf, dass mir niemand folgt. Sandy Ravishankar glaubt, dass dieser Mann hinter den Drohungen steckt. Vekunda Rajan, ein Sandmagnat. Er verdient Milliarden mit dem Verkauf von Sand. Vor 2 Jahren hat sie ihn interviewt und einen Artikel darüber veröffentlicht, wie sein Unternehmen illegal seltene Minerale abbaut. Entsprechend bearbeitet kann dieses radioaktive Mineral für die Produktion von Brennstäben verwendet werden. Der Unternehmer klagte gegen Ravishankar wegen Verleumdung. Doch davon hat sie sich nicht aufhalten lassen. In ihrer Arbeit geht es oft darum, offizielle Dokumente zu durchkämmen und die Mächtigen herauszufordern. Experten sagen, dass Ravishankars Hartnäckigkeit eine Ausnahme ist. Seit 20 Jahren läuft das mit dem Abbau und dem Verkauf von Sand schon so. Es gehört zu den größten Betrugsfällen in Indien. Die meisten Medien haben zu viel Angst, darüber zu berichten. Dass Sandy das gemacht und so viele Details veröffentlicht hat, das hat wirklich große Bedeutung. Zeit zum Ausruhen bleibt Sandy kaum. Sie fährt durch die Hitze und den Staub der Stadt Chennai, um eine wichtige Anhörung bei Gericht zu verfolgen. Und nichts auf der Welt kann diese Journalistin davon abhalten, an ihrem Thema dran zu bleiben.